The General's been hunting us ever since. Right now, he's attacking one of our outposts. That's where I need to be. We're done here, boss. Right. Aria, Commander Shepard, whatever you're here for, the answer's no. Kindly escort yourselves off Talon territory. We're here to help. We'll talk about it after we reach your outpost. That's a generous offer. Aria, does the commander also speak for you? Not the way I would have put it, but that's the idea. All right, then. Come with me. Ich dachte mir schon irgendwie sowas. Das ist ja, ja, interessant. Since last I saw you. You noticed the biotic grenades? You always did like blowing things up, given half a chance. Ach, aber wo Sachen in die Luft jagen, ich gucke mir ja gerade das Datenpad an und sprenge mein Bankkonto. ansonsten, hier haben wir jetzt nix, hier haben wir nix, hier haben wir nix. Ich würde mal gerne hier wieder einen Shop finden. Ich glaube, das wird es hier nicht geben, da wir schon auf der Citadel so viel zum Einkaufen hatten. Aber ich shoppe doch immer so gerne. Gut, Fahrstuhl. So, und da sind sie wieder auf magische Weise an Bord. Ich finde ja lustig, dass doch die, dass doch jetzt die turianischen Frauen ein bisschen, beziehungsweise die turianischen weiblichen Geschöpfe, ein bisschen anders aussehen als die Turianer. Vor allem mit der Art Glatze. Das ist interessant. Interessant. So. Was? Ach. Ja klar, die können einfach da durch. Natürlich. Also es bringt wahrscheinlich echt nicht viel Biotik. Boah, der Flammenwerfer sieht bei ihr echt gut aus. Ich weiß auf jeden Fall sofort, wohin sie ballern will. Tschüss, tschüss. Jetzt nutzen sie beide diese biotischen Granaten. Ich glaub's ja nicht. Oh, ich wünschte, wir könnten die Lailin mit in unserer Squad aufnehmen. Einfach so, auf unser Standard-Squad. Das wäre echt super. Och nö. Och nö. Musste ja nicht unbedingt sein, oder? Und gleich kommt sicher wieder eine Rakete angeflogen. Er geht schon so in Stellung. Ja, komm. Das ist doch nicht dein Ernst. Stellte sich einfach irgendwo da vorne in die Mitte und der hat was gekriegt. Keinen Schaden. So, jetzt komm. Ach, falsche Taste. Bringt ja nichts. Sag mal. Nein! Ach. Ich frag mich schon, wieso ich nicht schießen kann. So, komm. Bringt nicht sonderlich viel. Und das ist schon zu viel gesagt. Ja, ja. Explodier! Wow. Eis. Und da hat es gerade mal die Nalin umgehauen. Weil sie sich auch in den Weg stellen musste. So, Bergung. 1500. Wow. So viel Geld. Eigentlich total wenig Geld. Aber naja. Man nimmt alles, was man kriegen kann. Medikit. Subi. So, und ich bin gerade irgendwie an meinen Kopfhörer gekommen. Nee, keine Ahnung. Was er gerade so geknarrt hat. Ich hoffe, es war nichts Wichtiges, wie zum Beispiel das Mikrofon. Oh. Wieder Muni. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes. Egal. Ist ja sehr praktisch natürlich, dass die Mechs da durch können. Aber dafür finden wir hier eine neue Wumme. Ach, einen Hydra-Raketenwerfer. Super. Danke. Jetzt bringt's da auch noch richtig. Ah ja, gut. Geschenken Gaul, schaut man nicht ins Maul. Dafür aber einem zweiten Hydra-Raketenwerfer. Na super. Kommt hier vorne irgendwas raus oder was ist los?
Nö. Anscheinend nicht. Scheint etwas ähnliches zu sein wie der Reaper Blackstar. Denn davon haben wir auch nur ein Ding. Also einen Schuss. Wahrscheinlich so ein One-Hit-Ding. Oh. Ach. Nö. Ah ja, super. Taschenlampe. Endlich. Ja, sag mal. Willst du mich verarschen? Ja? Hat's ja gebracht. Da schießt man mit so einem blöden Raketenwerfer auf das ganze Ding. Haut das eigentlich total durch die Wand durch. Und dann muss man auf dieses blöde Scheißschloss noch einmal ganz genau zielen. Ja, klar. Gut. Nutzugang. Ja. Super. Praktisch. Freue mich, dass wir jetzt wieder Muni haben, weil wir gerade eben ja alles verschossen hatten. Wo lang? Ach, da hoch. Na, jetzt. Hallo. Wollte schon sagen. Hier runter? Sind wir nicht gerade nach oben gefahren? Was für eine Gemeinerei, dass jetzt ausgerechnet hier der Fahrstuhl den Geist aufgibt. Naja. Laufen tut ja auch ganz gut. Und wollten sowieso... ich glaube, wir wollten jetzt nach unten neuerdings. Ja, sieht ganz danach aus. Ist das hier... Das muss aber eine Maintenance-Tür sein. Ansonsten, ja. Ansonsten würde man ja gar nicht dahin kommen mit dem Fahrstuhl. Ja, okay. Ach ja, und die... Taschenlampe wäre immer noch gut gewesen, wollte ich gerade sagen, aber nee. Oh ja. Ich habe wirklich Höhenangst. Dafür habe ich eher weniger Angst vor Cerberus-Leuten. Och. Au. So, ich frage mich, wie Arya darauf kommt, dass sie jetzt unbedingt das größte Objekt der Gefahr ist. Och. Ja, guten Tag. Ey. Ist ja nicht dein Ernst. Wieso die denn jetzt nicht in die Luft gehoben? Was für Äppeln? Ach, die ist hier gar nicht. Tschüss. Ja, knie dich doch einfach hin. Klaro. Glaube ich, hau mir... Ja, okay, ich kann die auch wunderbar so fertig machen. Ist ja auch kein Problem. Ich wollte schon sagen, ich hau mir jetzt gleich mal irgendwas rein. Aber fein ist auch, dass die während der Tarnung scheinbar durch unser Dingensvisier, durch unser Thermovisier immer noch erkannt wird. Yeah, hui. Der Flug, schön. Och, nicht dein Ernst. Ich hau mal gerade kurz ein Medikit rein. Finden sowieso genug. Hallo, Nemesis. So, da ist der Nemesis down. Oder die Nemesis. Ich glaube, das ist immer eine sie. Muni haben wir auch wieder. Oh. Ja, guten Tag. Tschüss. Schon ein bisschen blöd, wenn man sich direkt dem Gegner abseilt. Merkst du selber, nicht wahr? Obwohl, merken tut sie sich ja nicht mehr da, wo sie jetzt ist. Huh? Wer denn jetzt schon wieder? Lockdown-System's been compromised so many times, it hardly knows up from down anymore. Tag. Need an engineer at the catwalk center. Door jammed again. This may take a moment. Ach. Okay, Türüberbrückung. So, ich hau einfach mal rein wieder. A long drop is the best way to get rid of unwanted guests around here. Ich glaube, ich hau mir gleich mal die Nova runter. Mache ich, glaube ich, gerade mal. So, ich weise das mal... Was weise ich denn gerade mal LB zu?
Panzerbrechende Muni. Oh, Brandmuni. So, dann mal. Flup. Och. Wieso ist denn immer noch das Falsche drin? Habe ich jetzt. Ach ja. Hä? Nee. Hä? RB, LB. Die Nova? Ach ja, stimmt ja. Ja, okay, gut. Entschuldigung. Ich muss mal gerade kurz den hier umändern. So. Und so. Nee, jetzt habe ich ja wieder so gemacht wie vorher. So. Okay. Na, ich glaube, der hat sich gerade weggerollt. Ja, Schlingel. Oh, du kleiner Schlingel. Na, jetzt ist aber mal... Die scheinen hier irgendwie versuchen, so Akrobatikpreise zu gewinnen oder irgendwie sowas. So, da fliegen sie wieder in die Höhe. Wieso tun sie das? Das ist ja unfair. So, tschüss. Okay, das war das. Wollte ich verarschen. Was ist mit der Brücke los? Ach ja, jetzt ist die hier zu. Na denne. Ich dachte schon, wir müssen uns jetzt wirklich... Du, Olla... Sturmschütze. Versteckt er sich einfach da hinten. So, ich dachte mir schon. Das kann doch nicht der Ernst sein. Deren Ernst. Ah ja. Scheint beliebt zu sein bei ihren Mannen. Wo müssen wir lang? Sag mal. Ach, das ist einfach nur ein Mensch. Okay, gut. Oder ist das ein Mensch? Oder hat das etwas da oben einen Helm auf? Ja, das ist ein Mensch, der irgendwie komisch dasteht. Egal. Na, Tür, öffne dich. Nicht so schüchtern. Es gibt immer ein erstes Mal. Na super, danke. Okay, noch mehr Verwundete. Immer schön, immer gut. Wieso treffen wir eigentlich hier nur auf Verwundete? Mann. Fahrstuhl. Ich meine, ist ja sehr logisch, aber es muss doch auch irgendwie eine andere Raumausstattung geben als Verwundete. Hm. Tür, öffne dich. We'll be evacuating this location as soon as possible. Try not to interfere with my people's work. Intel just reported in. The group of civilians we managed to evac arrived safely at the other outpost. Also, routine sweeps reporting nothing new on the adjutant presence. Adjutants? Creatures created by Cerberus. They eviscerate their victims' DNA, converting them into more adjutants. Some kind of Reaper-based weapon. I fought them before, they're a nightmare. It got worse after you left. Cerberus lost control of them. Those things tore apart the gangs, then attacked everyone in sight. If Cerberus hadn't found a way to contain them, the entire station would be infected by now. Oh, schön! Keeping your people alive through that couldn't have been easy. I watched friends get turned into monsters, and I had to kill them. Now, if you'll excuse me, I have an outpost to defend. The adjutants really got under her skin. Hmm. Stundenaufstieg! Yeah! Oh, 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 was haben wir denn da gefunden? Ah, Universalklinge für Schrotflinte. Gibt's das auch noch? Guten Tag, Herr Talon. Hey, Commander. I just wanted to say thank you. Ja, kein Problem. Mach ich gerne. Ein Tagesgeschäft. Just reported into the boss. Still no adjutants. Thank the spirits for that.